Der Mensch mit Regenschirm wollte in das Haus gehen. Er hatte den riesigen Schirm aber geöffnet und begriff, dass man so nicht in das Haus hineinkommt. Aber wenn der Regenschirm geschlossen wäre, das wäre was anderes, denn mit einem geschlossenen Schirm wäre es viel leichter hineinzugehen. Sogar zu dritt. Einer folgt auf dem anderen. Nun wäre es etwas anderes, wenn das Haus geschlossen ist. Denn wenn das Haus geschlossen ist und auch der Regenschirm und es regnet und man beginnt zu frösteln, muss man den Regenschirm wieder öffnen und auch das Haus. Aber wenn das Haus schon einem anderen gehört, man nun mit einem geschlossenen Schirm im Regen steht, ohne Mantel dabei und es donnert auch noch, fühlt sich unerwünscht. Der Mensch mit Regenschirm wandte sich um, öffnete seinen Regenschirm und verschwand hinter dem Horizont. Thank you.
befinden sich alle meine Musikskizzen. Ich bewahre sie alle in ihm auf und versuche nicht so oft an sie zu denken. Und ich verwende sie auch ganz selten. Und wenn ich sie auch verwende, dann werden sie sofort verbrannt. Aber trotzdem, der Koffer bleibt immer noch voll. Diese Musik entsprang dem verrückten Kopf. Das ist aber nicht schlecht. Das ist aber gut. Thank you.
Wann fährt die nächste Pferdekutsche nach Paris? Dann warte ich. Erfolg. Anerkennung. Mein Leben ist wie ein Labyrinth. Es scheint, als ob der Ausgang aus diesem Labyrinth möglich sei, aber dann irre ich mich wieder, ohne das Ziel zu finden. Ich musste mein Heimatland verlassen, holen. Und jetzt habe ich viele andere Länder gesehen. Ich gab Konzerte in Düsseldorf, Aachen, Leipzig, Dresden, London, Paris. Ja, ich habe damit Erfolg. Aber trotzdem. Wie hat das Mozart komponiert? Molto onor, poco cantante. Molto onor, poco cantante. Viel Erfolg, wenig Geld. Ja, ich habe nicht genug Geld, um meine Geliebte heiraten zu können, um ihr einfach würdig zu sein. Mir ein Haus im Zentrum von Paris zu kaufen. Gut, mein Haupteinkommen sind meine Klavierschüler und vielleicht auch meine Klavierwerke, die ich auch nicht immer verkaufen kann. Ich sehne mich nach Heimatland. Ich sehne mich nach meiner Familie.